Living in this world, we are governed by the clock. They say time is money. We are not living our true purpose. Is where we are. Hallo Freunde, wie ihr gesehen habt, mal ein etwas anderes Video und was ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, ich habe wieder was zur Verfügung gestellt bekommen, beziehungsweise einfach was zugeschickt bekommen von Chemtor. Das ist einmal so eine kleine aufblasbare Luftmatratze, beziehungsweise so eine Isomatte und ein Schlafsack. Das Ganze wollte ich nicht einfach in so ein Labervideo packen und dann sagen, ja, tolles Ding und so, sondern ich wollte ein bisschen was daraus machen. Ihr habt es gesehen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und jetzt mal zu den Sachen. Und zwar ist es so, ich habe keinen Langzeittest gemacht oder so. Ich finde, die Matratze sieht jetzt nicht ganz so hochwertig aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die lange hält, falls man das irgendwie draußen verwendet oder so, weil das eben so ein bisschen wirkt wie so eine Luftmatratze. Aber das wird sich eben zeigen. Der Schlafsack ist sehr angenehm. Beides natürlich ganz, ganz, ganz kompakt. Das habt ihr im Video auch schon gesehen. Das wollte ich auch ein bisschen hervorheben. Super klein, super leicht. Könnt ihr in den Rucksack stecken und ab dafür. Und ja, der Schlafsack, wunderbar. Der soll ungefähr bis 9 Grad Außentemperatur warm halten. Also ich finde auf jeden Fall für die Dicke des Schlafsacks und so echt super. Fühlt sich super warm an. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass er ein bisschen kurz ist. Also das ist jetzt nicht ganz das Maximum, aber ich denke mal, dass er vielleicht bis zum Hals geht oder so und man kann sich den nicht so ganz überstülpen. Ihr merkt schon, ich kann meine Meinung äußern. Ich habe mich hier nicht verkauft oder so, falls das jemand denkt. Man muss sich ja immer so ein klein bisschen rechtfertigen. Ansonsten würde ich eigentlich sagen, das ist auch schon alles, was ich dazu sagen möchte. Ihr könnt mal unten in die Videobeschreibung reingucken, da habe ich die Links reingepackt. Von den beiden Sachen, falls euch das interessiert oder so, könnt ihr ja mal gerne draufklicken. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, haut rein!